Hallo, willkommen zu einer neuen Folge von Motorsport Manager. Ja, im letzten Rennen ist es uns endlich gelungen, einen Podestplatz zu holen. Wir haben relativ lang das Rennen angeführt mit Reinders, aber am Ende konnten uns halt doch leider nicht wehren gegen die beiden anderen Fahrer. Trotzdem, hat es am Schluss gereicht. Wir waren relativ stark unterwegs. Weil halt auch Jebel relativ gut dabei war. Was auch gleichzeitig so passiert ist, wir haben ja 6 Punkte Vorsprung gehabt vor dem Rennen und wir haben jetzt 7 Punkte mehr gemacht im letzten Rennen als Panther. Das heißt, wir haben 13 Rennen Vorsprung. Was bedeutet, man kann ja hier maximal 18 Punkte holen. Das heißt, es sieht sehr, sehr gut aus, dass wir Dritter in der Meisterschaft werden. Ich habe einen Kommentar gelesen. Und zwar wegen den Sponsoren. Ich könnte es machen mit dem Wechsel, ja. Aber das Problem ist eher, ich bekäme mehr Geld. Aber dadurch wird die Moral von zumindest mal Jebel sehr stark immer runtergehen, wenn man den immer hin und her wechselt. Weshalb eigentlich, dass ich das lieber nicht mache, da wir vor allem ja immer noch trotzdem etwas Minus machen. Nun, 27.000 ist das gar nichts. Kann ich mitleben. Wenn ich jetzt deutlich mehr Minus hätte, dann würde ich es vielleicht auch machen, aber so geht es eigentlich. Nee. Der kommt da nicht rein. So, fürs letzte Rennen nochmal ein komplett frisches Boxenteam. Was haben die hier gewechselt? Nee, so soll das sein. Ja, sieht gut aus. Weil der ist am Abstellgleis und wird nicht mehr großartig benutzt. Der ausgebrannte Fahrer. Wie lange haben wir Vertrag? 3 Rennen noch. Kann ich am Ende des Rennens eigentlich die Verträge verlängern? Wir haben hier einen Heber, wir haben noch einen Heber, wir haben noch einen Heber, wir haben noch einen Heber. Und einen Nachtanker und nochmal einen Heber. Uiuiui. Ziemlich viele Heber, aber alle brauche ich nicht. Ich brauche gar keinen einzigen davon zur Zeit. So, rein ist auf Pol, ja, das war auch nochmal was. Damit haben wir nicht ganz so viel Geld gemacht, aber es war trotzdem die erste Reihe mal von uns. Rein ist es besser. Okay, hier dauert es noch 7 Wochen. Ich werde jetzt in der nächsten Zeit etwas nicht auf Kommentare eingehen können, weil ich etwas vorproduzieren muss. Ungefähr so 8-9 Folgen. Deswegen verzeiht mir, wenn das so ist. Neue Gebäude können wir bauen. Ja genau, wir können ein Straßenwerk bauen. Kostet nur 65 Millionen. Wir haben 9 Millionen. Locker. Wir könnten natürlich auch noch was ausbauen hiervon. Scouting brauchen wir jetzt nicht so viel. Mitarbeiterzentrum brauchen wir auch nicht unbedingt. Eigentlich würde ich das Geld erstmal behalten und dann vielleicht die Fabriken auszubauen. Die werden mir langsam ein bisschen wichtiger, damit wir halt das Auto auch relativ schnell zügig fertig kriegen für das nächste Rennen. So, Reparaturen. Oh, Sponsor ist auch schon wieder durch. Okay. Gut, Sponsoren sind es nicht. Aber wie gesagt, wir haben 27.000 Minus nur. Egal welchen Sponsor wir da annehmen, wir machen definitiv wahrscheinlich Plus bei den Ergebnissen. So, das Getriebe ist, soviel ich weiß, gleich fertig. Oder ist das schon der neue Motor? Ja, das sind sehr, sehr gute Werte hier. 13. werden wir auf jeden Fall. 11. werden wir auch definitiv. Hier werden wir 12. kriegen 50.000 weniger, aber 300.000. Alle für 6 Rennen. Würde ich sagen, nehmen wir gar nichts von denen. Hier müssen wir 4. werden, da müssen wir 1. werden. Boah, nehmen wir aber einen mit 6 Rennen nur. Nehmen wir mal hier sowas. 6 Rennen ist schon sehr, sehr lange. Aber okay. So, das Team können wir auch direkt mal machen. Mitarbeiter, wir verlängern direkt jetzt schon mal den Vertrag von Bento. Gehalt ist ihm nicht wichtig. Ja, wir bleiben ungefähr auf dem gleichen Gehalt wie vorher. Wenn wir Erster werden, im Qualifying kriegt er ging natürlich alle eine Prämie immer. Man kann da immer schön halt was dran packen. Ein Versuch nur. Und danach haben wir immer noch einen Versuch. Und danach, ja, bleibt das hier alles so, wie es hier ist. Wenn der verlängert hat, dann bleibt das Team so erstmal die komplette nächste Saison so. Bevor wir dann erstmal gucken müssen, ob es vielleicht bessere Fahrer gibt. Also Eck ist auf jeden Fall einer der höheren Kategorie.
Scardoni, McNeil gewinnt mal deutlich. Das hätte ich jetzt nicht so erwartet. McNeil ist noch knapp im Rennen. Also ZRT Autosport und Team Kirov kämpfen im letzten Rennen dann um den Titel. Und sehr wahrscheinlich Schwechsaler steigt wieder ab. Und die geht es auch noch um den Titel zwischen den beiden, Hickton und Mastronardi. Und hier steht's fest, oder? Na, auch noch nicht. Man macht hier 12 Punkte, also ist vielleicht auch die doppelte Punktzahl. Also Silver ist noch nicht durch, also Esprit hat noch die Chance. Und Garuda ist zurzeit nicht letzter, das könnte das Team deutlich verbessern. So, wir schauen überhaupt mal, welche Teams wir überhaupt wechseln könnten. Wir können zu Bodata wieder wechseln. Scorza Corsa, Windsor, Panther. Boah, wir können zu Panther sogar wechseln. Und hier unten wäre Chirot, Ruus und Locatelli. Ja, da sind wir aber noch nicht so weit. Der Bruder wäre natürlich dann das richtig Top-Team, wo wir hinwechseln könnten. Aber so weit ist noch nicht. So, die Leistung wurde hier abgegradet. Wir sind jetzt immer noch 7 Tage. Das ist Getriebekraft fertig. Na, dann müssen wir den Motor noch machen. Und danach noch ein Frontflügel. Und das und das. Und ich weiß nicht alles, was noch kommt. So, packen wir den Motor rein. Der dauert 20 Tage nach dem Rennen. Den kriegen wir also sehr wahrscheinlich nicht komplett fertig. Was also bedeutet, dass wir hier die ganzen Sachen nicht richtig fertig bekommen. Der Frontflügel, da fehlt 80 Punkte. Hier fehlen 30 Punkte. Das geht noch beim Heckflügel, klar. Hier fehlen fast 100 Punkte. Das heißt, wir werden da auch noch ein bisschen Leistung rausholen. Dadurch kriegen wir den Motor auch nicht auf volle Leistung, aber er ist ja jetzt schon fast schon stärker als der alte Motor. Eigentlich ist er stärker, weil er illegal ist. So, der Vertrag hat angenommen. Natürlich nimmt er an. So, damit ist die Teamplanung für die nächste Saison beendet. Perfekt. So kann man locker nach Rio reisen ohne Probleme. Zwar müssen wir eben jetzt fürs nächste Rennen schon ein bisschen mehr Geld geben. Bringt ein Motorsport-Kochbuch heraus. Was? Ja, jetzt muss man ein bisschen Motoröl dazu tun, dann schmeckt das Essen viel besser. Alles klar. Die verliert gerade Form. Ist keine 5-Sterne-Fahrerin mehr. Warum? Warum? Ach, Fitness, okay, minus 5%. Oh Gott. Dadurch, dass sie es macht, hat sie ein bisschen Form verloren. Okay, alles klar. So, wir versuchen natürlich wieder 12er zu werden. Was ziemlich schwer wird. Definitiv ziemlich schwer wird. Das zu erreichen. Ja, in Brasilien sind schon so einige Meisterschaften entschieden worden. Gute Erinnerungen habe ich da an 2007 und 2008. Leider 2008. Aber okay. Hier wird es ja auch entschieden eigentlich. Zwischen Steinmann und Ferrari. Rossini, sorry. Man kann es eigentlich nicht verleugnen, weil welche Team welche sind. Dementsprechend. Es ist eigentlich genau andersrum. Also normal ist die Standziellinie viel höher als die Gegensachen. Die sind so deutlich tiefer. So, es soll ein Regenrennen werden. Deswegen bin ich mal richtig gespannt, ob hier im Training schon Regen kommt. Rio. Ob die richtige Strategie ist, weiß ich nicht. Also die Softreifen reichen theoretisch fast schon für die komplette Renndistanz. Da wir aber sehr wahrscheinlich wieder ins Q3 fahren können mit den Supersoft. Wir können mit den Ultrasoft starten eigentlich. Die Ultrasoft mal starten und dann auf die Supersoft wechseln. Wäre auch eine Möglichkeit, die man hat. Deswegen werde ich mal mit den Ultrasoft diesmal trainieren. Mal ein bisschen anders. Weil die Strecke halt wirklich eine ist, die Reifen nicht so stark verbraucht. Und zur Not können wir immer noch auf die Soft-Reifen wechseln, wenn es gar nicht reichen würde. So, Renntrim. 8 Runden. Genau, und am Schluss noch den Quali-Trim mit den Super-Soft-Reifen. Das ist auch noch was anderes. Also mal komplett andersrum, als wir sonst immer machen. Und die Reifen gehen ja wieso von Temperatur wieso relativ schnell hoch.
Mal gespannt, wo wir jetzt da liegen. Okay, dass die Zeiten nicht überragend sein werden, ist abzuwarten. Oh, sie sind schon deutlich weiter weg. Aber trotzdem genau bei den Panthers, die in die Softreifen benutzen. Uiuiui. Komm schon. Ich hab nicht mehr so viel Zeit. Ihr müsst mindestens noch einmal in die Box kommen, um den Quali drin zu fahren. So, die Runde sollte es eigentlich sein. Das wird richtig eng. Also die Strecke ist doch länger, als ich erwartet dachte. So, du hast ein super Setup, kannst direkt wieder rausfahren. Drei Runden Sprit auf den Supersoft. Auch hier. Also wir werden das erste Q, also das Q1 werden wir sehr wahrscheinlich mit den Softreifen, Supersoft-Reifen fahren. Dann auf den Ultrasoft und dann nochmal auf den anderen Reifen. Also zwei Runden können wir auf jeden Fall fahren. Ob das reicht, um Prozente durchzupumpen, glaube ich eher nicht. Wir werden also keine 5% auf die Reifen haben. Und noch ein Quali drin. Ja, aber Platz 5 und Platz 7 haben wir am Ende. Okay, wir haben natürlich am Ende ein bisschen mehr aufgedreht, aber... Ja, das ist normal. Okay, Sonne oder bewölkt. Kein Regen. Okay, hier haben wir Frontflügel. Motor müssen wir etwas zurückdrehen als sonst. Bremsen sind gut. Auch den Heckflügel komischerweise. Was der Heckflügel mit der Strecke zu tun hat, weiß ich überhaupt nicht. Aber okay, wir machen immer noch 420 Punkte. So, ultraweich mit optimaler Temperatur und hier auch. Ja, das Setup ist sehr gut. Die Form bei beiden nicht so sehr. Hoffen wir mal, dass die Form steigt jetzt. Ja, er will da rausfahren, bei ihm steigt die Form. Mit den Supersoft. Ihr könnt natürlich ein bisschen schwieriger werden, aber ihr steigt es auch, okay. Ich werde ein bisschen warten, bis er ein bisschen bessere Form hat. Da kann ja Jebel die Runde fahren und zeigen, wo ungefähr das Level des Autos ist. Wow, die Form hat sich um 0,1 Punkt bei ihr gesteigert. So, ja, Rückstand bei Jebel. Das ist ein deutscher Rückstand schon. Aber was heißt deutlich gegenüber der Konkurrenz, die jetzt gerade über die Linie fährt? Also nicht so viel schneller, aber okay. Jetzt darf sie mal rausfahren. Dass wir uns eigentlich mit dem Supersoft qualifizieren sollten, ist eigentlich klar. Sollten wir schon schaffen. Jetzt sinkt natürlich ihre Form natürlich. Die blieb ja sowas von ihrer, auf ihrer Form sitzen. Das ist ja der Hammer. Er hat auch nicht gerade den Formschub nach oben bekommen. Das ist ziemlich merkwürdig. Sind auch sehr weit weg auch von den Panthers. Das Gute ist, dass sie auch sehr, sehr weit weg sind von den beiden anderen Top-Teams. Das heißt, 13 Punkte für die zu holen wird schon sehr schwer. Plus, wir sind ja auch noch ein Kandidat, der eigentlich mindestens Platz 7 oder 8 holen kann, locker. Also, wenn da nicht gerade wieder eine Blockade von den anderen Teams ist, dann sollte was drin sein. So, die Beschleunigung bringt es auf P7. 2/10, 3/10 hinter den Panthers und 3/10 vor dem Teamkollegen. Sollte aber reichen, um ja, durch zu sein. PQ2. Jetzt steigt seine Form, ja, ganz toll. Die Ultrasoft kommt jetzt zum Einsatz. Also gut. Mal wirklich ein bisschen anders fahren als sonst. Das war eigentlich nicht geplant, aber ich dachte mir so, okay. Man kann es ja mal probieren. Weil die hinteren Leute werden natürlich mit Soft starten und sehr wahrscheinlich ohne Stopp durchfahren. Und von daher müsste man am Anfang ja sowieso, egal welchen Reifen man hat, sowieso einmal mindestens in die Box kommen. Außer Jebel, der könnte das vielleicht sogar packen.
Wenn er die Reifen schont, könnte da was dran sein, dass er es vielleicht auch schafft. Dann gehe ich mal ein bisschen, doch eine kleine andere Strategie. Also ich wechsle beide Fahrer mal so ein bisschen. Das heißt wechseln, also Jebel wird die Supersoft benutzen. Oder es gibt Regen, kann natürlich auch sein. Das heißt Jebel wird mit dem Supersoft die Runde fahren und sie mit Ultrasoft. Wir müssen natürlich schauen, dass die Strecke natürlich sehr, sehr gut ist am Ende. Dass wir keinen Regen haben. Was ziemlich gut aussieht. Weil natürlich alle jetzt in ihre Ultrasoft Intermediates kaputt. Okay, das Rennen soll ein Gegenrennen werden. Daher weiß man, wäre es doch vielleicht sinnvoll doch mit beiden. Und ja, ich glaube, ich gehe doch mit beiden auf Supersoft, da man bei der Regen ja kommen soll. Die Frage ist wann oder vielleicht am Anfang des Rennens Regen, dann ist das wieso hinfällig. Deswegen fahren beide mit den Super Soft. Hoffentlich eine gute Runde. Oh, ihre Form hat sich mal ein bisschen verändert. Damit wir, falls der Regen wirklich etwas später kommt, zu einem relativ Ende des Rennens, vielleicht die Reifen so schonen können, dass wir eigentlich nur in Intermediates-Reifen aufziehen müssen. Wo keinen Extra-Stopp machen müssen. Das ist aber auch neu, dass die Form sich während des Qs ein bisschen variiert. Also 5,1 hat sie so gerade eben definitiv nicht gehabt. Da blieb sie bei 4,4 oder so hängen. So, die Runde muss gut sein. Er hat sogar Vorsprung. Das ist ein kleines Wunder bisher. Okay, das sind immer noch die Intermediates-Zeiten, ne? Also... Er kommt als Dritter über Linie und sie als Erster. Alles klar, die anderen werden noch ein bisschen nachlegen können. Die fahren natürlich mit den Ultras auf Reifen. Einfach mal drückt wieder die, die geplante Strategie wieder über den Haufen geworfen. Eine andere Strategie geplant. Blockier den! Und beide Panthers vor uns. Ja. War mit zu rechnen. Zwar ist ein Panzer wieder in Q1 rausgeflogen und einer ist in Q3. Aber das Feld da ist sehr, sehr eng beieinander im Mittel. Also im hinteren Mittelfeld, sozusagen. Weil ja eigentlich Panther und unser Team ja so ein bisschen das vordere Mittelfeld widerspiegeln. Wir können ab und zu mal ein bisschen die beiden Top-Teams da oben ein bisschen ärgern, aber mehr ist da auch nicht möglich. Sonne. Und los geht's ins Q3. Und da wird jetzt mal aufgedreht. Das erste Mal, dass wir die Ultrasoft so gesehen im Qualifying auspacken. Haben natürlich die 15% auf diesen Reifen. Was uns vielleicht einen guten Sprung nach oben geben könnte. Also ich weiß nicht, wie sehr diese Prozente wirklich ausschlaggebend sind. Aber man wird sehen. Ah, die Bremsen sind bei beiden ein bisschen überhitzt. Er hat die Reifen nicht hingekommen. Ja, Pudeta macht Platz. Oh, ein minimaler Rückstand im ersten Sektor von ihr. Er hat da schon eine halbe Sekunde. 13. Oh, das sieht sogar sehr, sehr gut aus bisher. Am zweiten Sektor 13. und 16. Und 16.0 und eine halbe Sekunde langsamer. Und 5,0. Wow. Das sind eine halbe Sekunde zwischen den Teamkollegen. 1000, alles klar. Alles klar, Faro fährt natürlich vielleicht jetzt sogar schon für den Teamkollegen. Aber da kommt Gil. Also Gil ist klar, die fährt genauso für ihren Teamkollegen als andersrum. Ah, merkt ihr mit, nicht so weit weg. Also, okay, wir konnten uns so ein bisschen wieder zwischen die Panthers setzen. Und diesmal geht die Form nicht wieder hoch. Also, es ist... Hat sich was geändert. Ich weiß nicht, ob es letztes Mal ein Update gab vom Spiel. Ich weiß, dass die Strecke besser aussieht. Oh, ja. Hätte ich das gesehen. Ja, dann würde ich sagen, ist es entschieden. Wir sind auf Platz 5 und Platz 8 und fahren nicht mehr raus. Hätte ich das gesehen, wäre ich vielleicht doch nochmal rausgefahren. Aber die ist gut. Die fanden uns jetzt alle ihre Intermediates kaputt. Na, jetzt bin ich mal richtig gespannt, wie das Wetter ist. Es regnet direkt am Anfang schon.
oder regnet es erst am Ende des Rennens, was mir eigentlich ein bisschen lieber gefallen würde. So, keine Ahnung, wenn wirklich die Ultras kaputt sind, die schon auf die Intermediates wechseln und müssen noch ein paar Runden damit fahren, bevor überhaupt der Regen richtig da ist. Ja, eigentlich hat sich schon nichts mehr geändert. Um 18. ist... Wir sind in der Saison wahnsinnig zweit... Ne, wow. Regen fängt am Anfang. Das war ja das, was ich nicht wollte. Oh, alles klar. Das wird ein Regenrennen. Ein richtiges Regenrennen. So, Rennen drin mit Ultraweich. Ah, hier genauso. Ja, das ist schwierig, ne? Das war sogar eine Bedingung, um Trockenreifen draufzuziehen. Ne, aber alle starten mit Intermediates. Das heißt, alle haben die gleichen Voraussetzungen.